Hallo zusammen! Hier ist der Fluxkommandeur 70 mit ein bzw. zwei kleinen Replays werden das werden. Das sind zwar keine Panzerastrunden, das kann ich schon mal sagen, aber ich habe zum Beispiel diese Runde, nenne ich kurz und schmerzlos. Wir sind hier auf der Map Kloster, wie man sieht, im reinen Sechsergefecht. Natürlich drei Artis auf jeder Seite, super, ne? Und ich, so wie das aussieht, fahre ich hier mit dem KV-85 zusammen alleine auf die K-Linie, weil unser KV-2, der andere, und der Churchill 7 sich irgendwie da in die Mitte begeben. Warum auch immer. Ja, ich habe hier gleich mal die 2 gedrückt, ein bisschen die Premium reingeballert, weil ich dachte eigentlich, da kommt der OI mir entgegen, KV-2. Hab jetzt aber vergessen umzuladen. Weil man sieht ja auf der Minimap schon, dass der KV-2 auf der 8er Linie ist. Und hier nicht so. Jetzt lasse ich den KV-85 ein bisschen vorfahren. Erster Kill für uns, der gegnerische Light ist raus. Da ist der nächste. KV-2R, ne? Ich will nicht weit davor, dass der T-37, der spottet und dann pflastern hier alle drei Artis rein. Da habe ich keine Lust. So, dann ist der Firefly da noch. Der schießt auch alle 3 Sekunden oder 2, und besser gesagt. Und wenn der einen kettet, ist man ruckzuck runter. Der gegnerische OI ist wirklich in die Mitte gefahren. Unser KV-2, der andere, ist hier auf die 6er Linie gefahren. So, unser Churchill scheint raus zu sein. Ich guck mal schnell. Jawohl, Churchill 7 raus. So. Ja, nicht genug eingezielt. Da erstmal die Premium Moon schön gegen den Felsen geballert. 4:2 steht es. Jetzt fragt ihr euch, wieso kurz und schmerzlos? Werdet ihr gleich sehen. So, da kommt die Hellcat. Spottet mich. Und zack. Erster Kill. Ging ganz schnell. So, erste Art, die hat geschossen. Zweite Art, die M44. Ja, war klar, dass hier die AT eingezielt ist. 7:5. Ja. Ich ziehe mich lieber zurück. Fahre hier auch rückwärts. Und warte lieber ab. So, jetzt hat mich da was gespottet. Das ist hier oben wohl. Das ist der KV-85. Der hat erstmal gegen den Dreck. Schnell hinterher. Schnell einzielen. Geht nicht. Naja. Kommt da raus. Ist 10:5. Also haben wir eigentlich Glück, dass das so weit gut. Und Volltreffer. Zweiter Kill. Da war wieder der Vorteil, dass die Premium-Granate drin war. So, da kommt der Firefly. Der will es auch wissen. Der fährt sich da ein bisschen fest gerade. Zack. Dritter Kill. Ja, wie ihr seht, ist die Runde schon zu Ende. Denn den KV-2R kriege ich nichts mehr ab. Und ja. Das Ganze hat gerade mal 4,5 Minuten gedauert. Und wir sehen uns in den Stats. Und das meine ich hier mit kurz und schmerzlos mit den drei. Ja, und wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Und am Ende gibt es dann die Stats. Wir warten jetzt bloß noch ab. Ich fahre hier nur noch ein bisschen weiter. So, und das war's. Ja, dann bis später. Ja, Lotse, und hier sind wir bei der zweiten Runde mit der Su-100Y. 6er Premium-Tank der
russischen Fraktionen, Jagdpanzer. Wieder im einen Reihen, Sechsergefecht und wieder drei Artis jede Seite. Bei dieser blöden, komischen Map White Park. Und jetzt leicht erstmal hier in Richtung Bogen und aus der Hüfte geschossen. Treffer! Ja, brennt ein bisschen. So, ich bleib jetzt hier hinten stehen. Ja, das war gleich die Folgerunde nach dem KV2. Da komme ich nicht drauf. Ich spiele immer als erstes den KV2. Danach spiele ich immer die Su. Und immer so dieselbe Reihenfolge, die ich als erste 5 Panzer fahre. White Park ist nun mal nicht so die schönste Karte. Ja, bietet sich an. 490 kann man gerne mal nehmen. Bleib hier einmal ganz frech stehen. Sobald ich aufgehe, mache ich mich vom Acker. Die Gegner drücken ganz schön schon. Also ich finde ja die Nordseite ein bisschen besser als hier der Süden. Na gut, das kommt wieder auf die Panzerklasse an. Ne, aber für einen Jagdpanzer ist das hier, naja, White Park bis dasselbe. Ja, da hat ein bisschen der Panzer durchgeschimmert. Nee, da ist nichts. 1:3. Das geht nicht. Da ist T-34-85M. Komm noch mal ein bisschen raus. Hab was. Schenk dir was. Tschüss. War nur 70, aber erster Kill. Jetzt bin ich natürlich offen. Was auch immer sehr witzig ist. Ah, nicht getroffen. Ece beche. Ja. Aber ich bin frech. Und fahre hier wieder so halbwegs vor. Stehe ein bisschen zu nah dran, glaube ich. Ja, das war wackel, wackel, wackel. Das hätte ein sicherer Kill sein können. Ist wieder offen. Gleich kriege ich Besuch von der Arti. Ja, das war klar. So. Den auch weg, zweiter Kill. Ja. Fünf zu neun. Sieht nicht gut aus. 5:10. Arti versteckt sich auch schon. Ihr seht schon, was jetzt gleich folgt. Und ich habe diese Runde genannt. Mit mir nicht. Na, bis jetzt, das waren ja nur kleine Kleckse, die ich da weggeputzt habe. Und zwar zwei große Kellen verteilt. So, ich ziehe mich ein bisschen zurück. Und warte auf den ersten, der da um die Ecke luchst. Irgendwo muss da mal einer herkommen. Da kommt der P-43. Ja, waren nur noch 44 über. Aber ist egal, ne? Dritter Kill. Kill ist Kill. So. Ja, jetzt werde ich hier gespottet. Von der Britannia Panther. Das ist nicht so schön. Dass man da hinter der Kirche das spotten kann. Und da kommt der Typ 64. Habe ich schlecht reagiert. Da, ja. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Jawohl, weg ist er. Vierter Kill. So, einen kriegen wir noch. Einen kriegen wir noch. Einen kriegen wir noch. Oh, jetzt kommen sie alle. Nee, nee, nee. Nicht mit mir. Und. Su 100. Weg. Und tschüss. Tja, das war leider verloren. Und wir sehen uns jetzt 5 Kills. Bis dann. So, und dann sind wir schnell mit den Stats. Ich habe das KV2-Kloster kurz und schmerzlos.
Ja, war nur zweiter Klasse und dann war das hier Wirkungsfeuer. Aber 158.071 Credits. Zunächst bekommen wir später ein Bones und das Großkaliber haben wir ja schon gesehen. Ne? Teamscore 2041 Damage, 3 Kills und 861 Basic XP und der hat den Report. Ja, das habt ihr selber gesehen. Viermal geschossen, drei Durchschläge. Einer ist in den Stein gegangen, also war sehr sparsame Runde. 5 Minuten die ganze Krams. Und dann hat man hier, haben wir ja diesen Bonus gehabt, ne, für die ersten 5 guten Gefechte da, sage ich mal, die ersten 5 Gefechte haben wir 25.450 Credits, 120.000 Credits abzüglich Repair und der Munition zu verschmerzen, diese 20.000, habe ich 138.016 Credits raus. Das habe ich beim KV2 noch nie gehabt. Noch nie so eine hohe Summe und deswegen habe ich das auch genommen. Außerdem ist es lustig. Ja, mit 3 so eine Treffer, Bob, weg, Wahnsinn. Gut, dann wie gesagt, Basic XP mal 2 macht dann eben 2584 XP und 130 freie Erfahrung. Ne? Und dann sehen wir uns gleich bei dem, gucken wir uns gleich das nächste an. So, das war ja leider verloren und das ist eben hier mit mir nicht. Ne? Dritter Klasse, Brandstifter, Kämpfer und Wirkungsfeuer, 39.644 Credits, 1100 XP. XP kommen wir wieder später. Naja, das habt ihr ja selber gesehen. Teamscore 1599 Damage, 5 Kills, 513 Basic XP. Ja, das hätten 6 sein können. Das wäre gut gewesen. Denn das wären es jetzt ein Krieger. Aber darum ging es gar nicht, weil ich habe das Ganze hier genannt mit mir nicht. Ne? Nur darum. Ging mal eine schnelle Runde. 9 geschossen, 7 Durchschläge. Ja, den Rest habt ihr gesehen. Und Credits gab 26.429 abzüglich Repair und Munition bleiben 30.377. Ja, und die XP, dann den Bonus dazu, macht 1100 XP und 38 freie Erfahrung. Das ist nicht so dolle, ist klar. Es ging nur darum, mit mir nicht. Ja, und was soll ich sagen? Das Video ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es kommt bald noch Neues. Bis dann. Ciao.